Leute, ich muss euch etwas sagen. Ich bin Vater geworden. Und das war der pure Chaos, denn ich musste auf mein Baby aufpassen, aber mein Baby ist ein Dämon oder so. Aber was denkt ihr? Wie habe ich mich als Vater geschlagen? Bin ich ein guter Papa? Das findet ihr nur heraus, indem ihr das Video bis zum Ende schaut. Lasst noch ein Like da, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video! Und hier sind wir auch schon. Oh mein Gott, wer guckt mich da an, hä? Bist du mein Baby? Ey, was geht ab, Mann? Hello. Okay, wie nennen wir dich, kleinen Raka? Du brauchst auf jeden Fall erstmal einen Namen, oder? Ich würde einfach mal sagen, wir nennen ihn Larry. Ja, Leute, das ist mein neuer Sohn, Larry. Why you bullying me? Okay, Leute, ich muss euch nur ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von diesem Spiel. Also, ich weiß nicht, was die Mission ist. Wir haben hier natürlich unser Baby, aber ich habe keine Ahnung, was wir damit machen müssen. Vielleicht nur auf dieses Baby aufpassen oder so. Ich habe gehört, das Baby soll irgendwie verflucht sein oder so. Oh, sorry. Hey. Also ja, Leute, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal erstmal dieses Haus an. Baby, du hörst jetzt mal auf zu weinen, Mann. Ruhig. Ruhe. Okay, ich glaube, das hier ist ein Zimmer. Oh, na gut, dann kommst du einfach mal hier raus aus dem Abstellzimmer und kommst hier in dein Bett. Na los, schlaf jetzt. Okay, was hat er hier alles in seinem Zimmer? Der Prinz und die Katze. Wow, sogar ein Plüschtier. Hier bitte schön, spiel damit. Und eine Weihnachtsmütze. Ja, okay, Weihnachten ist zwar vorbei, aber... Oh, was geht jetzt ab, Mann? Ja, Leute, mein Weihnachtsbaby ist geboren, Zui. Warte mal, da oben steht ja, was wir machen müssen. Nacht 1, Baby füttern, Flasche aus dem Kühlschrank nehmen. Alles klar, dann machen wir das einfach mal so. Du bleibst hier, Kühlschrank öffnen und da haben wir auch schon die Flasche. Na los, bitteschön. Warte mal, hat er sich jetzt in die Hose gemacht? Nicht dein Ernst, oder? Jetzt müssen wir das Baby auch noch zum Wickeltisch bringen, ich glaub's nicht. Der ist einfach kacke Purpur gemacht. Okay, wie machen wir das jetzt? Sag mal, Baby, wo ist denn dein Wickeltisch, Mann? Okay, die Tür ist versperrt. So langsam stinkt mir das Baby auch die ganze Bude voll, Mann. Aber hier ist der Wickeltisch. Oh. So, einmal hier bleiben. Dann brauchen wir eine neue Windel. Wow. Warte mal, wo ist das Baby? Wo ist das Baby hin, Mann? Jetzt im Ernst, Mann. Leute, wo ist das Baby hin? Hallo? Sag mal, was machst du hier? Hier, nimm neue Windeln. Und wie hast du dich gerade wegteleportiert, Mann? Das war ein bisschen gruselig. Naja, du kommst jetzt ins Bett. Es ist Schlafenszeit, mein Sohn. So, bitteschön. Gute Nacht. Und, ja, okay, Leute. Wir, Hä? Was ist das denn? Meine Seele, die vom Baby in Gelb gefangen worden war, ist wieder frei? Warte mal, was hat das zu bedeuten? Naja, keine Ahnung. Ich nehme einfach mal dieses Katzenbuch hier und... Okay, dann wollen wir mal. Der Prinz und die Katze. Am anderen Ufer, in fernen Ländern, mit dunklen Sternen über den Kopf, schlief der Prinz tief und fest. Da sprang eine Katze auf sein Bett. Ich habe einen geheimen Garten gefunden, sagte die Katze. Mit viel Freude, aufgeregt, raten sie nach draußen. Ein Bäcker in der Nacht, sie ging durch das goldene Tor. Schau, die schönen Bäume. Sie gingen den hübschen Kieselweg entlang. Schau, die bunten Blumen. Sie gingen an den märchenhaften Springbrunnen vorbei. Schau, das tanzende Wasser. Schau, schau, schau. Luigi, was ist das hier für ein Buch, Mann? Na, bla, bla, bla. Und fertig ist die Geschichte. Und wow, Luigi, das Baby schläft. Gute Nacht, Larry. So, dann schließen wir sein Zimmer. Und jetzt müssen wir auf die Eltern warten. Warte mal. Ich dachte, ich bin der Vater. Jetzt muss ich auch noch auf die Eltern warten. Moment. Also, ich weiß nicht, was das hier mit den Katzen auf sich hat, aber... Irgendwie ist es ein bisschen gruselig, Mann. Also, naja, wir setzen uns einfach mal hin. So, und schauen ein bisschen Fernseher. Und, ich bin müde. Gute Nacht, Leute. Hey, Larry! Larry, was ist denn los? Hat dir meine gute Nachtgeschichte etwa nicht gefallen, oder was? Warum weinst du? Larry, wo bist du, Mann? Der weint hier irgendwo, aber keine Ahnung, wo, Mann. Ist doch nicht da oben, oder? Also, dafür braucht man einen Schlüssel. Keine Ahnung, wo dieser Schlüssel ist. Dein Ernst? Sag mal, wie bist du schon wieder hier hingekommen, Mann? So, ich bring dich jetzt ins Bett. Und dann war's das mit dir, okay? Und... Zui! Ups. Und... Zui! Oha, das Plüschtier einfach weggeboxt. Na los, kuschel damit.
Na gut, wenn du das Plüschtier nicht haben willst, dann halt diese Gummiente. Hier, bitteschön. Dein Ernst, Mann, was soll ich denn machen hier? Los, jetzt spiel endlich damit. Aha, vielleicht braucht er ein Schaf. Hier in seinem Zimmer ist auch ein Schaf. Dann nehmen wir das einfach mal und tada. Das auch nicht? Okay, verstehe. Katze oder Hase? Das ist die Katze. Na los, bitteschön. Ja! Viel Spaß beim Kuscheln und Zui. Okay, jetzt können wir uns endlich wieder aufs Sofa begehen und... Hat der gerade die Tür aufgemacht? Hä? Sag mal, hä? Ist das dein Ernst, Mann? Du, warte mal. Das Baby schläft. Wer hat dann die Tür aufgemacht, hä? Ist hier etwa noch ein Geist oder so? Oder warst du das etwa, Häschen? Alles klar, verstehe. So, nochmal zumachen. Und ich gehe ins Wohnzimmer. Okay, diesmal bleibt hier alles so, wie es ist. Okay, habt ihr verstanden? Ich chill jetzt hier, denn ich mache endlich meine Pause. Gute Nacht. Ist es schon wieder so weit? Ich muss schon wieder babysitten? Och Mann, ey Larry, was machst du denn jetzt hier? Naja, wir müssen das Baby jetzt auf jeden Fall erstmal füttern. Was nehmen wir? Hallo? Was knallt die Tür einfach so zu? Hä? Jetzt im Ernst? Da war doch gerade noch die Babymilch, Mann. Und, saure Gurken. Ich liebe saure Gurken. Hä? Larry! Hast du mich einfach eingesperrt oder was? Larry, ich sag's dir. Mach sofort die Tür auf, okay? Hast du mich verstanden? Oh mein Gott, ich komme hier wirklich nicht raus. Meine Gurke. Meine Gurke. Na toll, die muss jetzt in den Müll. Oha. Oha! Was ist das für eine Mülltonne, Mann? Okay, okay, wie komme ich jetzt hier raus? Flasche, 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 Flasche. Wo ist denn hier diese Babyflasche, Mann? Ey, komm schon. Aha, da ist die Flasche schon. Okay, zack. Und ja, bist auch, Larry, bitteschön. Und das Baby hat sich schon wieder in die Hose gemacht. Ich glaub's nicht, Mann. Wie oft willst du die eigentlich noch in die Hose machen? Und ich muss nach unten. So, Larry, einmal hier auf dem Wickeltisch. Bleib schön da liegen, ja? Bleib da liegen. Wir nehmen die Windel. Oh, was? Was geht mit der Windel ab? Ey, bleib mal stehen, Windel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, was ist denn jetzt hier los? Hä, das könnt ihr mir doch nicht erzählen, oder? Windel? 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 Oh, Windel, bleib stehen, Mann. Oh mein Gott, wenn ich nur diese Windel erwische, Mann. Windel, Windel. Ach, Manu. Warte mal, dieser Raum war doch davor versperrt. Oh, was ist das für ein Raum hier? Jetzt habe ich dich, Windel. Das war knapp. Warte mal, im Notfall Glas brechen. Hier ist so ein Schnuller. Okay, danke für den Tipp, Windel. Aber jetzt musst du erstmal ans Baby. Oh, bitteschön. Und du kommst jetzt ins Bett. Es ist nämlich Schlafenszeit. Leute, habt ihr das gesehen? Also, ich weiß ehrlich nicht, ob ich mir das eingebildet habe, aber dieses Baby war irgendwie gerade ganz, ganz böse. Sag mal, Larry, ist alles in Ordnung bei dir? Das war irgendwie ein bisschen süß, aber naja, Leute, wir ignorieren das ganz einfach mal. Larry, du bleibst jetzt hier im Bett und gute Nacht. Ach, warte mal, du brauchst noch eine Geschichte. Okay, warte mal, was kommt jetzt für ein Buch? Prinz und Kaninchen? Also gut, als das Kaninchen zu Besuch kam, bla, 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 bla. Okay. Na gut, dann halt keine Geschichte, Larry. Ich wollte doch nur nett sein. Vielleicht willst du jetzt das Schäfchen hier haben. Bitteschön. Nee, dein Ernst? Nee, die Gummiente, bitteschön. Nein, da muss es jetzt das Häschen sein. Na los, ja! Aber warte mal, der kleine Racker will auch noch, dass ich weiterlese. Och, Mann, ey, na gut, dann wollen wir mal. Durch dunkle Gänge jagte er wie hüpf, 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 bla, 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 bla. Und das war's. Tolle Geschichte, oder? Ja, wusste ich doch, dass es dir gefällt. So, wir gehen und schließen die Tür. Und die Tür bleibt jetzt zu. Und wir chillen uns einfach nochmal auf die Couch. Hä? Na, jetzt? Wer ist das denn jetzt hier? Hallo? Hey, was ist das denn? Ich hab ein Geschenk bekommen. Hey, Larry, nach unten. Es ist Weihnachten. So, ist hier noch jemand? Hallo? Wer hat denn hier eigentlich geklingelt? Hey. Naja, ich gehe einfach mal wieder nach Hause. So sieht also diese Bude hier aus. Zack. Und was machen wir jetzt mit diesem Toaster hier? Ach, keine Ahnung. Ich will doch einfach nur Fernseher schauen, Mann. Jetzt lass mich in Ruhe, okay? Und gute Nacht, Leute. Und es ist schon wieder so weit, oder was?
Nacht 3 hat angeschlagen, Luigi. Ich habe keine Lust, irgendwas zu machen. Ja, aber wer da nicht nur dieses nervende Baby, Mann? Larry, ich bin ja schon da. Was ist los, Mann? Soll ich jetzt bei dir bleiben oder was? Was soll ich machen? Ne? Am Globus drehen oder diese Katze hier nehmen und in den Korb hier schmeißen? Was soll ich machen? König Schnee? Was ist das denn? Wie willst du das hier? Ja, oder das hier? Ach, Mann, was willst du von mir, Mann? Ah, keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach. Ciao, Larry. Ach, Mann, ey, Leute, ich habe langsam keine Lust mehr auf diesen Job hier. Aber naja, was soll's. Zum Glück kann ich hier natürlich essen. Also nehme ich mir einfach mal so eine Scheibe Toast. So, dann die Toastie-Macher öffnen. Zack, ups. Oh, was mache ich hier? Ach, Mann, ey, okay, das Brot wird nicht verschwendet. Zack, dann brauchen wir noch ein bisschen Käse. So, zack. Und wie wäre es noch mit ein bisschen Tomaten? Lecker Tomaten. Und ja, ein bisschen Zwiebel geht auch noch. Ja, zack. Leute, wir machen uns einfach so einen richtigen Burgi. Ja, dann noch ein bisschen Wurst. Zum Schluss noch eine Gewürzgurke. Zack. Dann nochmal Toast drauf. Und wow, Leute. Oh, was ist jetzt los? Oh mein Gott, nein. Feedme? Was? Was geht hier ab, Mann? Hallo? Was habe ich gemacht? Nein, das wollte ich nicht. Ich habe die Küche kaputt gemacht. Was ist denn hier los? Baby, füttern, du Monster. Warte mal. Was ist das hier? Kühlschrank? Es ist einfach die Backrooms hier. Was passiert? Oh! Nein, nein, nein. Ey, nee. Was passiert hier? Ich bin im Kühlschrank eingefangen. Der Kühlschrank war einfach der Eingang zu den Backrooms, oder was? Leute, ich möchte das nicht mehr spielen. Das ist ja noch kein gechilltes Spiel hier. Eine Tür. Hallo? Wo war denn mein Zuhause? Das hier, oder? Wie siehst du denn aus? Nimm das hier. Oh nein. Du bist so gruselig. Du musst erstmal neue Windeln haben. Du bleibst hier. Du bleibst da. Du bleibst da. Windel nehmen. Okay, das Baby ist noch da. Was geht da? Was willst du von mir? Oh mein Gott, was geht hier ab, Mann? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Notglas! Notglas! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Was passiert hier? Oh mein Gott, Notglas, Notglas, Notglas. Beruhige das Baby, beruhige das Baby, beruhige das Baby. Baby ins Bett bringen? Hey, oh, was war denn mit dir los? Du bist aber kein normales Baby. Kann das sein, Larry? Geh weg von mir! Was? Wo bin ich? Skip the button, Dada! Was willst du von mir? Oh mein Gott. Oh mein Gott, warte mal. Was passiert hier? Leute, hier passiert so viel auf einmal. Baby beruhigen. Da kann das Baby eher mich beruhigen. Wie sieht dein Zimmer aus? Was hast du getan, Larry? Larry, es reicht jetzt. Du gehst jetzt ins Bett und schläfst. Hast du mich verstanden? Es ist mir egal, ob du ein Dämon bist. Ich werde dafür bezahlt. Ich muss meinen Job hier schon richtig machen hier. Also ja, Plüsch hier. Gummiente? Nee. Das Schäfchen. Ja! Geschichtenbuch? Okay. Das Prinz und das Schaf. Dann wollen wir mal. Okay. Bla bla bla. Bla bla bla. Ja. Nee. Ich bin durstig, sagte der Prinz. Bla bla bla. Abonniert alle Lami. Liked alle das Video. Sehr, sehr wichtig, Leute. Und kommentiert doch etwas Süßes. Das wäre echt cool. Bla bla bla. Okay. Nur noch eins, sagte der Prinz. Aktiviert doch alle die Glocke. Coole Geschichte, Mann. Und was ist hier? Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Hallo? Baby! Was? Was ist das hier? Woher kommt dieser Stuhl? Was passiert hier? Was geht hier ab, Leute? Oh mein Gott. Was geht hier ab, Mann? Good night. Gute Nacht? Wie gute Nacht? Wurde ich jetzt schlafen gelegt oder was? Ich weiß nicht mehr, was hier abgeht. Leute, ich denke, es wird doch Zeit, meinen Job zu kündigen. Wie sieht die ganze Wohnung aus? Was sind das hier für Stimmen, Mann? Hallo? Wer redet hier? Oh mein Gott, was geht hier ab, Leute?
Ich dachte, Larry wäre ein ruhiges Baby. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was soll das für Stimmen? Oh mein Gott, ich tue es jetzt. Oh mein Gott. Was? Was? Folge dem weißen Hasen? Wie dem weißen Hasen? Was geht jetzt ab? Oh. Weißer Hase, wo ist denn hier ein Hase? Na los, zeig mir diesen Hasen. Ach da. Hase? 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 Hase, in den Aufzug! Ich habe eh keine Lust mehr auf diese Wohnung, die ist zu gruselig. Na los, geh auf. Geh, da ist der weiße Hase. Was ist das hier? Was sind das für Stimmen? Na los, nach unten. Oh Mann, Leute, ich glaube, ich habe mir die Hose gemacht. Aber wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie es weitergeht mit dem Baby, dann wisst ihr, was zu tun ist. Lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Genial, Leute, das war echt gruselig für mich. Und wenn ihr den zweiten Teil davon sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, Leute. Und dann werden wir nochmal auf unseren Sohn Larry aufpassen. Und ich sag euch eins, das nächste Mal, wenn Larry mich erschreckt oder so, dann werde ich dieses Baby direkt in den Ofen stecken, Mann! Also ja, Leute, falls ihr eine Fortsetzung sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall noch links und rechts die letzten zwei Videos ab. Die sind auch super cool geworden. Ansonsten, Leute, sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und ciao!